Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 Online. Und heute ist so ein bisschen Gameplay wieder gefragt. Also ich hatte gedacht, wir machen heute mal eine fremde Personenmission, gucken mal, wie gut das läuft. Und wenn es gut läuft, dann probieren wir uns nochmal an einer Kopfgeldjäger-Mission. Genau, und das ist die fremde Person, die ich gerne ansprechen möchte. Seht ihr auf der Karte immer orange markiert mit diesen kleinen Mannequin hier drin. Und die geben euch ein bisschen Gold, ein bisschen Dollar. Da könnt ihr euch was verdienen. Der hat eine gute Mission, also gibt anscheinend keine Böswilligkeit in meinem Rang. I'm guessing you ain't here for no crawfish. Which means you heard I might have some work. I ain't gonna ask no questions about you. Between the gators and the other unsavory characters about, me and mine, well, we can use all the help we can get. I don't know how we ended up here. But here's where we are. This is home. Now, you can't be no fisherman without no boat. Now, can you? There's some mean old fellas up at Macomb's Inn. They got mine, and they ain't gonna give it back to me neither. You collect it, I'd be obliged. It's just down to Kumasi. Real obliged. I swear. Okay. Handelt sich das um eine ganze Bande und wir sollen ein Boot zurückführen? Das läuft. Ob aufs Galoppi und dann auf ihn. Kurz Karte gucken. Da bin ich sogar besser dran, wenn ich hier irgendwann mal über den Fluss schwimmen kann. Dann bin ich schneller da. Aber ob das so schnell und glücklich geht, ist die andere Frage. Wir könnten Schwein haben. Ich will nicht unbedingt die Straße nehmen. Allerdings gibt es hier auch Alligatoren und die mögen mein Pferdchen auch zum Fressen gern. Ja, Mäuschen, ist gut. Ist sogar irgendwo einer. Bisschen gut. Der Ferne an. Und wenn ich das töte, dann haben die mich sofort auf den Kicker. Ich möchte schon jemanden. Oh, da war es gar nicht. Hole das Boot zurück. Hey, I got a boat. We're not going anywhere. Denn das Boot fahren? Muss ich die erst hier töten? Ist kaputt? Nee, müsste eigentlich gehen. Okay. Ich hab halt null Interaktionsgrade. Naja, wird schon gehen. Okay, ich fahre rückwärts. Das heißt, wir müssen mal wenden.
Schlangen hier gibt's. Unheimlich. Hoffentlich holt mich jetzt den Alligator raus. Ich weiß jetzt nicht. Da war Alligator tatsächlich. Liebe Alligatoren, brave Alligatoren, ihr wollt mich fressen. Ich bin ganz dreckig und ich stinke, weil ich mich schon 2 Wochen lang nicht gewaschen habe. Ruhig, liebe Alligatoren, ruhig. Hört sie auf, oder? Ja, das hört sich echt gefährlich an. Da steht aber schon, oder? Oh, die Krokodile hier. Da ist er schon. Mission abgeschlossen. Rückführung. Das Boot wurde abgeliefert und er darf hinschwimmen. Yippie. So, 0,16 Gold, bisschen Dollar, 9 Dollar, Dollar gab's und XP. Sehr schön, ein Pferdchen steht hier auch wieder schön angeschnallt, wie auch immer das war, Dankeschön. Können wir erstmal sauber machen, das sieht ganz schön dreckig aus. Genauso wie mein Poncho im Übrigen. Den habe ich mal wieder aus meiner Kiste gekramt, das war ja der erste Poncho, den ich überhaupt mir geleistet habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den behalte oder ob ich lieber Leon meinen Mantel wieder anziehe. Hallöchen! Ich hatte nur Glück, dass durch den Mord jetzt keine Gesetzlosen auf mich losgegangen sind. Also Gesetzeshüter meine ich ja. Da gab es gerade Pferdeäppel. Okay. Dann gibt es hier noch irgendwo eine Kopfgeldjägermission. Ist das richtig? Nee, doch nicht. Meine hier gab's mal. Okay, dann halt doch nicht. Hier unten gibt es noch eine. Da waren wir aber schon sehr oft. Deswegen würde ich mal fast eine in Van Horn machen. Da reiten wir mal hin. Und ich würde sagen, bis gleich. Weil ansonsten ist das Video ja auch ein bisschen kurz. Ne? Das ging nämlich relativ flott. Hallöchen, hallo. Was? Wohl noch einer? So, listen. There's a fishing village not far from here. A place called La Gras. Reckon you can take me there? Gonna see if they can sell me some supplies before I head back west. Na gut, gibt auch Erfahrungspunkte. Hey, aber what are you doing? Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen würde, ist ein Häuten. Weil, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Haut nehme, die war jetzt schlecht, dann kann ich aber zumindest das Fleisch noch für gut Geld verkaufen. Naja, die sind auch schlecht, glaube ich, ne? Mit dem, der ist auch schlecht. Oh, das arme Pferdchen.
Heute, muss das denn sein? Oh, wo ein schönes Shire-Haus. Ja gut, das machen wir jetzt eben noch. Das ist jetzt halt so ein zufälliges Event, was manchmal startet, wenn man in der Nähe ist. Da muss man Glück haben. Die sind nämlich auch nicht immer an derselben Stelle und am selben Ort und laufen auch nicht immer. Ach ja. Entschuldigung, ja. Es geht ja gar nicht. What we stop for? Ja, gut, okay. Los, Mädel, hier hoch. Hier hoch. Aufsitzen, so, einmal frei. Du wirst ja nicht verfolgt, oder? Rufe ich jetzt mal zumindest nicht. So, dann also wieder zurück nach Magrara. Oder wie sie es genannt hat. Gehabt jetzt. Ach so, und hier gibt es übrigens auch so einen Laden von Harriet, ne? Will ich euch nochmal zeigen. Das sind die mit der Lupe und die gibt es massig auf der Karte letztens. Ich weiß nicht, ob sie es mal geändert haben, aber ihr seht ja Harriet hier und ihr seht sie dort und ihr seht sie hier. Also die ist überall doppelt vorhanden, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Kommt mir teilweise nicht so vor. Auch das hat doppelt besetzte Zelte. Wie auch immer, der das schafft, bei jedem immer anwesend zu sein. Won't stay in this shithole longer than I have to. Okay then, I ain't expecting the warmest of welcomes here. This is for you. Good of you to help me out. Bitte. Danke, mache ich. So, was gibt's? 0,16 Gold und wieder Dollar und wieder XP. Sehr schön. Lohnt sich echt, sowas immer mitzunehmen? Also nicht unbedingt so, dass man davon reich wird, aber wenn man da jeden Tag ein paar von macht, dann läppert das. Ja, Van Horn, es ist wieder weiter in die Ferne. Aber ich komme. Was habt ihr denn für Probleme, Leute? Das ist dein Glückstag, oh ja. Meiner auf jeden Fall, eurer nicht so unbedingt, weil ihr nicht klug genug seid, um aneinander vorbeizureiten. Und jetzt regnet es schon so stark, dass ich nicht mehr nach geradeaus gucken kann. Das Pferdchen reitet vielleicht etwas langsamer. So, Achtung, nicht dagegen reiten. Dankeschön. Und schon Johnny. Johnny, du hast so eine lange Mähne, du kriegst noch gar nicht so viel ab. Willkommen bei Red Dead Redemption 2 online mit Schiedwetter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Spiel schon mal so geil aussah. Wirklich, also ich mag das immer wieder. Im Videomodus durch die Gegend reiten. Und dann bei so einem Wetter. Sehr geil.
So, angekommen. Sollen wir erstmal Post abholen? Gut, Johnny, das hast du fein gemacht. Hätten Wurzel gab's. I should say, fine work on that last job. Been a little while, hasn't it? Couldn't get enough of this place then, huh? Gibt's auch wieder eine fremde Person-Mission. Hier gibt's schon die Steckbrieftafel und hier gibt's die Post. You need something else? Ich hätte gerne Lieferung abzuholen. Du siehst krank aus, Junge. Alles abholen. Mal gucken. 79 Gewehr. 27, oh ja. Nitro Express. Ich weiß nicht, ob ich die schon finden kann. Gut. Nee, anscheinend nicht. Naja, gut. Hoffen kann man so trotzdem. Yeah, thanks. Wieso hat jetzt aber die Post immer noch ein Ausrufezeichen? Verstehe ich nicht. Ich könnte Kopfgeld hier bezahlen. Ich habe mal aus Versehen einen Esel getötet. Shame on me. Weil ich dachte, es ist ein Hirsch. Gut, nicht lachen. Aber das passiert auch. Gut. Check noch mal die Muni. 60, das ist schön. Hier sind es wieder 100. Sehr schön. Und hier sind es auch. Kann ich nämlich mit zwei Waffen schießen. Cool. Übrigens. Gut. Dann. Ja, hier. Ups, denn schön. So, Oliver Holt. Und Dead or Alive, die Visage habe ich auch schon mal gesehen. Helen Tucker. Hier gibt es ein gutes Mädchen und ich bin für die Frau. Wir lesen mal, was die Gute auf dem Kerbholz hat. Gesucht wegen Mordes und Diebstahls. Tucker wurde zuletzt an einem gestohlenen Wagen voller Hühnerau unterhalb von Van Horn gesehen. Die Leiche des Fahrers wurde kurz darauf entdeckt. Die hat sich Hühner gemopst? Okay. Sehr schlimm. Gibt's hier? Gesucht wegen des Mordes an Saloonbesitzer und Familienvater Alice Richard, den Holt aus einem Fenster im zweiten Stock stieß, als sie sich wegen einer Zahlung stritten. Ich bin für die Hühnerdiebin, nach wie vor. Wir könnten aber hier nochmal lesen, was es hier so gibt. Gesucht wegen seiner Beteiligung als Fahrer und Scherge an der Entführung und dem darauf folgenden Mord an Eleanor Gatz, der Tochter vom Bürgermeister Seymour Gatz. Okay, da ist schon mehr hinterm Kerbholz, würde ich meinen. Der hat es auf jeden Fall verdient, gesucht zu werden. Den nehmen wir. Johnny, auf zu neuen Schandtaten. Gutes, tot und lebendig, begib dich nach Harness Battle. Wo gibt's denn Harness Battle? Ja, na toll. Da müssen wir jetzt erstmal eine Weile reiten, Leute. Thank you.
Oh, scheiße. Oh, ich habe nicht gesehen, dass da Nitro war. Natürlich wäre es besser, wenn ihr jetzt nicht die täglichen hättet, wenn der einfach noch leben würde und ihr den quasi gefesselt auf das Pferd schafft. So, absteigen. Gut, Johnny, ich weiß, ich bin so kleiner drauf, genau was das Reiten angeht. Was machen wir das? Im Gefängnis waren. Okay, dann muss ich dann unbedingt für den Weg lang reiten, oder? Oder schon mehr. Okay, Leute, wir warten noch ein bisschen. Weil je länger wir warten, desto mehr Geld gibt's. Natürlich kann man jetzt noch auf feindliche Spieler oder sowas treffen, aber wenn man jetzt ein bisschen länger wartet, kriegt man mehr Geld. Deshalb, bis gleich. Und dann gebe ich den ab. In they go. Honest day's work. $0.32 Gold, das war ordentlich. Und ordentlich Dollar gab's auch. Sehr schön. Naja, $8. So, ich muss mal gucken, was jetzt eigentlich hier mein Fortschritt angeht. Ich weiß gar nicht, wo ich da bei dem Kopfgeldjäger momentan stehe. Oh ja, gut. Könnte jetzt mir auch schon hier so einen Breton leisten. Ja, mein Lieben, das war's dann heute. Für diese Folge. Red Dead Redemption 2. Online. Tschüssi.